Hier im Teil 2 zeige ich euch, wie ich jetzt diese Bodenvase aus 12 Kilogramm Ton zusammenbastle. 10 Kilogramm Ton übereinander homogenisieren und zentrieren. Den Händen ein bisschen so klopfen, dass es schon einigermaßen rund läuft. Je länger du dir Zeit damit lässt, umso einfacher wird es dann beim Zentrieren. Hier bin ich schon beim Zentrieren und Lochsetzen und den Aufbrechgriff. Dann mache ich hier den Knöchelzug, den ersten. Dann habe ich schon den zweiten gemacht und arbeite mich langsam hoch. Achte immer darauf, dass oben es dünner ist wie unten. Mach das jetzt mit dem Brenner fest, weil ich will das ja im weichen Zustand zusammenbasteln. Sonst kannst du natürlich auch, wenn du ohne Brenner arbeitest, einen Tag warten und das am nächsten Tag dann zusammenbasteln. Wichtig ist halt, dass die beiden Verbundteile gleich groß sind, sodass das auch wirklich zusammenpasst. Werde oben jetzt noch den Hals ein bisschen formen und alles noch ein bisschen hübsch machen. Ja, bis dann!